Hallo und willkommen. Hier stelle ich Ihnen ein weiteres Werkzeug aus meiner Werkstatt vor. Ein Balanceladegerät für Lipo- oder Lithium-Ionen-Batterien. Vor ein paar Wochen habe ich mir für ein Projekt Lipo-Batterien mit 7,4 Volt und 2000 mAh angeschafft. Und die müssen ja irgendwann auch aufgeladen werden. Mein Lieblingschinese Banggood hatte gerade ein Jubiläum zu feiern und bot einen Charger für knapp 10 Euro portofrei an. Da kann man ja fast nicht Nein sagen, vor allem, da auch ein Netzteil mit 12 Volt und 2 Ampere mitgeliefert wird. Es ist ein Produkt für den amerikanischen Markt und ein EU-Adapter sollte der Sendung beiliegen. Nun wird nach bekannter Manier ausgepackt. Dieses Gerät, beim Banggood unter dem Namen Carsun verkauft, gibt es auch auf dem Markt unter dem Brandtitel Hobbykick, da allerdings meistens ohne das Netzteil. Hier zum Beispiel der Eintrag bei Amazon Deutschland. Das vollständig aus Metall gearbeitete Balance-Ladegerät hat fast die Größe einer Zigarettenschachtel und wiegt um die 100 Gramm. Auf der linken Seite ist die Buchse für den 9 bis 16 Volt Gleichstromeingang. Auf der rechten Seite sind dann die Eingänge für die Batterien. Zwei Zellen zu 7,4 Volt. 3 Zellen zu 11,1 Volt und 4 Zellen zu 14,8 Volt. Das kleine Display auf der Oberseite zeigt die Voltangabe für die einzelnen Zellen oder beim Ende des Ladevorgangs ein Full zusammen mit einem Signalton. Im Moment habe ich nur zwei 7,4 Volt Lipo Batterien in der Werkstatt. So kann ich also nur über meine Erfahrung mit diesem Setup berichten. Hier prüfe ich nun den Zustand der beiden Zellen. Dazu wird die Batterie an die entsprechende Buchse angeschlossen. Das Display zeigt abwechselnd die volle Spannung und dann die Teilspannung der einzelnen Zellen. Das Netzteil ist nicht angeschlossen. Zum Laden wird das Netzteil angesteckt und auch die Batterie. Während des Ladevorgangs wird auch hier jeweils die Teilspannung und die Gesamtspannung angezeigt. Ist die Batterie vollgeladen, zeigt das Display die Bezeichnung Full für voll an. Das Aufladen von Batterien mit 3 oder 4 Zellen konnte ich leider noch nicht testen. Ich vermute aber, dass zum Aufladen der 14,8 Volt Batterie eine stärkere Spannungsversorgung gebraucht wird, da wird das 12 Volt Netzgerät zu schwach dazu sein. Ein Handbuch oder eine Erklärung lagen dem Ladegerät nicht bei. Im Internet habe ich dann eine dreiseitige Anleitung gefunden, die ich zum Download anbiete. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung unten. In diesem Manual sollte auch eine Erklärung der Errorcodes sein, die hin und wieder auf dem Display erscheinen sollen.
ist bei mir aber noch nicht passiert. Es werden aber nur die Codes 2 und 9 erklärt. Bei dem Rest handelt es sich um interne Fehlercodes. Das war also nun meine erste Beschreibung des Balance-Ladegerätes. Es gibt aber zum Beispiel bei YouTube noch viele weitere Videos zu dem Thema DC-4S. Sicher findet man auch da noch viel Interessantes. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen etwas zu meinem Video einfällt, schreiben Sie das doch bitte im Kommentar. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland.